Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 76. Wir sind beim letzten Mal in Flatwoods angekommen und haben das Versteck der Aufseherin gefunden. Und jetzt wollen wir uns doch mal das Aufseherlogbuch gleich mal vornehmen. Okay. Gut. Hier draußen ist irgendwie ein bisschen was los und ich schleiche hier die ganze Zeit nur rum. Keine Ahnung warum, weil ich mal so langsam bin. Überladen bin ich jedenfalls nicht. Das macht keinen Spaß so. Versuchen Sie nicht zu fliehen. Man wird Sie identifizieren und bestrafen. Gut, ich will mich hier einfach erstmal umsehen und rausfinden, warum ich jetzt hier so rumschleiche. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Nur rennen geht irgendwie. Erstmal die Treppe hoch. Gut, vielleicht muss ich irgendwo ein bisschen was loswerden. Mal schauen. So, was haben wir denn hier? Irgendwie. Eigentlich nicht überladen. Jetzt machen wir mal ein bisschen was weg. Geht immer noch nicht. Was ist los? Ah ja. Caps Lock gedrückt. Sehr schön. Gut, auch das geklärt. Neue Quest erhalten. Erster Kontakt registriert dich als Freiwilliger. Setze Suche nach Flüchtling fort. Okay, bin ich der Flüchtling? Ein Protrektor und er sieht nicht auf sehr, wenn Machen ich Sie erst. keine weiteren Fluchtversuche, Gut, machen wir nicht. Nein, Gesetzesbrecher. keine Fluchtversuche. Wir werden den Aufseher einfach mal umhauen. Und nun ist nur noch Schrott. Sehr schön. Gut, registriere dich als Freiwilliger. Gut, folgen wir einfach mal der Quest, bevor ich mich hier weiter umsehe. Wie schön, wieder auf menschliche Wesen zu treffen. Freiwilligen Bot, wer bist du? Ah ja. Aha, ein Händler. Okay. Hier kriegt man auch Munition, das ist gut zu wissen. Aber ich habe 19 Caps, da kann ich mir kaum was leisten. Nun gut. So, 25 Meter in die Richtung. Waffe wegstecken hier. Freiwillige gesucht. Volunteers needed. Gut, da müssen wir wohl rein. Selbstbedienungsregistrierungskiosk. Okay, ein Zungenbrecher. Benutzen wir das Ding mal.
Überlebensprogramm für freiwillige Responder. Willkommen, Überlebender. Dieses Programm wurde entwickelt, um aus gewöhnlichen Überlebenden zertifizierte freiwillige Responder zu machen. Aufgabe der Freiwilligen ist es, anderen zu helfen. Und unsere Aufgabe als Responder ist es, allen zu helfen. Auch Ihnen. Okay, Freiwillige hier anmelden. Gut, dann sind wir jetzt hier wohl ein Freiwilliger, unfreiwilligerweise. Lädt. Aha, einen neuen Fotorahmen freigeschaltet. Und die Quest aktualisiert sich. Willkommen, Freiwilliger. Übertrage Kurs auf externe Hardware. Abgeschlossen. Melde dich bei Responder Keisha McDermott, um weitere Anweisungen zu erhalten. Da steht erhalten eigentlich. Gut, Tippfehler. So, eins nach dem anderen. Finde Keisha McDermott. Optional suche ihren Aufenthaltsort im System. Na, dann gucken wir noch im System nach. Personenverzeichnis. Wen haben wir denn da? Da ist sie, McDermott Keisha. Rang Responder. Beruf Forscherin. Spezialität Hydrologie und Pädagogik. Das ist ja eine lustige Mischung. So, letzter Aufenthaltsort, Flatwoods River. Ja, das ist aber dann. Ach so, Flatwoods River. Wir sind ja in Flatwoods, also am Fluss. Wie verstehe ich das? West abgeschlossen. Erster Kontakt. Suche am nahegelegenen Fluss nach Keisha. Okay, machen wir das. Ja. Oh. Questabschluss und ein paar Belohnungsgegenstände. So. Okay. Richtung Fluss. Da offensichtlich die Richtung. 40 Meter. Ist ja nicht allzu weit. Dann gehen wir mal schnell zum Fluss. Und da siehst du doch auch schon blinken. Gut. Keisha lebt nicht mehr. Was hätte ich anderes erwartet? Ein Wassertest-Kit. Overdrive, Vorkriegsgeld und die Überlebensgeschichte von Keisha McDermott. Dann gucken wir uns die mal an. Dörfer hat uns alle gebeten, unsere Geschichten für die Nachwelt zu dokumentieren. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Hi, ich bin Keisha McDermott. Hallo. Als die Bomben fielen, war ich in Watoga an der Organisation Wissenschaftsfest, die Highschool-Schüler beteiligt. Das Thema war die Zukunft der Energie. Nach den Bomben herrschte überall Chaos. Ich musste nach Nahrung suchen. Da war mir zu tollwütige Überlebende abwehren. Kann mir vorstellen. Allerdings, ja. Ich traf ein paar Kids aus der Highschool, deren Eltern nicht überlegt hatten. Und wir fanden eine Weile lang gemeinsam einem alten Haus Unterschlupf. Nach einer Weile schaffte ich es, ein altes Radio zu reparieren. Und wir hörten eine Mitteilung der Responder. Wir konnten uns vor Freude kaum halten. Doch die Reise von Watoga nach Flatwoods war hart. In Bergen begegneten wir ein paar Arschlöchern, die unser Essen und unser Wasser stahlen. Fies. Ich war unglaublich froh, die Responder in Flatwoods zu finden. Zelte für alle, offene Küchen, medizinische Versorgung, Schutz. Wir waren endlich sicher. Es gab aber ein Problem. Die Wasserquellen waren stark verschmutzt. Die Leute kochten das Wasser ab, aber nicht lang genug, um es trinkbar zu machen. Also meldete ich mich und sagte, ich kann ein Gerät bauen, um die Kontaminierung zu testen. Und ich kann euch zeigen, wie man Wasser richtig abkocht. Und das habe ich auch gemacht. Gut gemacht. Nicht identifizierter Eindringling entdeckt. Beginne Suche. Nähern Sie sich und geben Sie sich zu erkennen. Dafür brauchen wir nur Zeit und Engagement. Gut. Nun ja, Zeit, Engagement und Wissenschaft. Willkommen auf der Farm der Zukunft von Vault-Tec. Okay, der stört jetzt hier gerade ein bisschen. Star Farmhead ist ein bisschen aggressiv. Was
auch immer. Eine rechtmäßige Anwendung tödlicher Gewalt. Nochmal. Nochmal ein. Auch sehr. Gut, ich sag gleich wieder was dazu. Ich erledige mir erstmal den Aufseher hier. Schon um. So. Gut. Also, wir haben am Fluss das Tagebuch, das Logbuch von Keisha McDermott gefunden. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hieß sie so. Und sie hat uns ein bisschen was erzählt. Und ich habe in der Zwischenzeit eine Wasserprobe am Fluss genommen. Und die zweite Quest daraus oder der zweite Teil daraus ist, hier noch eine Wasserprobe an den Wasserpumpen zu nehmen. Deswegen bin ich hier rübergegangen schon mal in der Zwischenzeit, während wir uns das angehört haben. Und dann werde ich hier mal noch eine Wasserprobe nehmen. Und dann sollten wir jetzt eine Wasserprobe haben. Genau. Teste Wasserprobe. Wasser ist kontaminiert. Und schmutziges Wasser entzündet. So, nächster Schritt. Analysiere die Ergebnisse des Wassertestkits in Keishas Labor. Und der Questmarker sagt in die Richtung. Dann machen wir das gleich mal. Also wieder in die Richtung. Mal schauen, wo das ist. Und irgendwie... Das ist hier nicht so freundlich. Schießt ständig einer. Wie geht's denn hier lang? Ein paar Tattoo-Pflanzen. Ja, gar nicht so schlecht. Jetzt hier ein paar HP verloren. Ja, mit denen können wir die mal kurz auffüllen. Ein bisschen zu knapp hier. So, haben wir hier Tattoo-Pflanzen. Achso, müsst ihr vielleicht mal in der richtigen Kategorie gucken. Ja. Oh, Erkrankung schon. Das war das lieber. Nehmen wir mein Stimpack. So, besser. So, 63 Meter. Scheint wieder in der Kirche zu sein. Also schnell mal dahin. 1, 2, 3. Ganz schnell. Und dann sind wir auch schon da. So, dann können wir jetzt hier bloß noch. Genau da hinten ist das schon. Da, wo ich vorhin schon mal rumgelaufen bin. So. Analyse, ja, analysieren, ja, genau. Diagnose Terminal, dann schauen wir doch mal. Wasserprobe analysieren, genau. Daten von Wassertestkits werden geladen. Fazit: Die Wasserqualität hat sich seit der letzten Probe an derselben Koordinaten nicht verbessert. Okay. Freiwilligenstatus wird aktualisiert, okay. Benutze das Holz als Brennstoff, um das schmutzige Wasser abzukochen. Okay, machen wir. Was ist das hier? Ein Tutorial? Gut, da lang. Genau. Dann Wasser abkochen. Naja, da ist eine Kochstelle. Dann machen wir. Okay, da ist noch ein. Was ist das? Ein Opossum. Okay. Und es läuft weg. Gut, lassen wir es in Ruhe. Also, Holz sollte ich ja noch genug bei haben. Und dann abgekochtes Wasser herstellen. Einmal, zweimal. Aber kein Wasser mehr. Gut. Bleibt erstmal dabei. Gut. Na, die Quest hat sich auch aktualisiert. Melde dich beim Selbstbedienungskiosk. Ach so, das war da hinten drin. Den gehen wir hier gleich durch. Oh, den hat es aber schön über den Stuhl gelegt. Der Verkäufer, hier was drin? Nein. Kühler auch nichts drin. War das ein bisschen geplündert, sieht das aus. So, dann wieder an den Selbstbedienungskiosk. Freiwilligenstatus prüfen. Machen wir. Passiert nichts. Okay. Scheint nicht der schnellste Prozessor zu sein. So, was steht denn hier nun? Daten werden zur weiteren Analyse an Responder Keishas Terminal übertragen. Abgeschlossen. Freiwilligenstatus wird in der Responder-Datenbank aktualisiert. Abgeschlossen. Sie müssen ein weiteres Experiment für die Responder abschließen, um ein volles ausgebildetes freiwilliges, um ein voll ausgebildeter freiwilliger Responder zu werden. Ja, voll freiwillig hier. Kurs wird auf Ihre externe Hardware übertragen. Abgeschlossen. Melden Sie sich bei Responder Delbert Winters, um weitere Anweisungen zu erhalten. Okay. Gut, Personenverzeichnis. Ah, hier haben genau dasselbe wieder. Delbert Winters im Personenverzeichnis suchen. Mhm. Wo ist er? Das Winters. Delbert Winters. So. Responder. Moraloffizier und Koch. Und seine Spezialitäten sind Kochen, Predigen und Moral. Okay. Und er wohnt in Delberts Haus. Ach, nee. Gut. Sehr
Okay. Unterkunft 21 Bridge Street. Leitet in Flatwoods die Küchen und das Mitbringessen. Führt für Überlebende große Überlebensmittelsicherheit durch. Okay. Also müssen wir den jetzt suchen. Suche nach Delbert Winters in seinem Zuhause. Und die Quest eins nach dem anderen abgeschlossen. Gut. So, wo ist das? 58 Meter in die Richtung. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Und eine Gegenstandsbelohnung wieder erhalten. Ein Voltec-Anzug. Haben wir nicht schon einen? Oh, hier. Oh, und Level Up. Stufe 5 erreicht. Du kannst am PvP teilnehmen. Und Nachschlag. Setzt du dein Responder-Training hier fort. Okay, liegt noch ein kostenloser Kochunterricht. Was steht da? Kostenloser Kochunterricht für leckere Hausmannskost auf dem Parkplatz vor dem Gasthaus in Flatwoods. Ach ja, da wo wir gerade schon waren. Pastor Delbert Wintert leitet täglich Kochkurse kostenlos für alle Überlebenden. Lasst euch verpflegen und lernt, wie man auf die altmodische Art und Weise kocht. Karte. Pastors Winters berühmtes Appalachilli. Ah ja, netter Wortwitz. Maismehlbrot, Miam und Cranburger. Definitiv aus Fleisch, nur wahrscheinlich. Wie? Mindestens mit etwas Fleischgehalt. Okay. Gut, das lassen wir da liegen. Und Gasthaus von Flatwoods, Bestellung. Das nehmen wir doch mal alles mal mit. Gasthaus von Flatwoods. Was war das? Das war eine Notiz. Das ist irgendwie interessant. Gasthaus, nee. Ist hier nicht zu finden. Warum ist das nicht da? Okay. Gut, dann war das wohl nicht so wichtig. Einfach mal hier raus und zu Herrn Winters Haus. Holst die Straße runter. Privatbesitz. Betreten verboten. Das ist doch gerade eine Aufforderung, oder? Scott Shepherds, Scotts Hinweise. Nicht vergessen, stell eine Falle, für die du weißt schon wen, auf und zeichne ihre nächtlichen Geräusche mit Hohlebändern auf. Besorg dir ein Schloss für den... Gut, da endet es dann leider, oder? Nein. Zweite Seite, ach, die Rückseite von dem oberen Teil. Riesenratte zu zähm, Ruhe in Frieden, Perry, mein guter alter Junge. Okay. Wo ist der zweite Teil? Naja, wir nehmen den erstmal mit. X-Saw auch mitnehmen. Soll ich mal auf die Leertaste drücken? Okay, das geht. Und schon wieder ein Eichhörnchenbissen. So, Uwe läuft den Radio. Gut. Oder ist das jetzt ein Holotape, das wir gefunden haben? Das müsste man sich eigentlich in Ruhe anhören. Hörspiel und uns einfach mal weiter hier. Wir haben wohl Pastor Delbert gefunden. Und das Holoband stoppe ich jetzt mal irgendwie. Gut, erledigt. Und eine Überlebensgeschichte von Pastor Delbert. Also bekommen wir jetzt wieder gleich was erzählt. Ich schaue mich aber, bevor ich das aufnehme, mal um. Delberts Terminal. Eigentum von Delbert Winters. Mitteilung des Tages. Heute ist der Tag. Aha. Freiwilligentraining. Ja, das machen wir ja gerade. Delbert möchte, dass jeder Freiwillige ein Gericht das heutige Bringessen zubereitet. Achso. Auf dem Plan für heute steht einfaches Überlebens-Ribeye-Steak. Zubereitung. Fleisch von einer der Kühe aus der Umgebung besorgen. Aufs Feuer werfen, bis kein Saft mehr austritt. Das klingt nur einfach. Kochbuch für Hausmannskost. Neue Wohlfühlrezepte erkannt, aktualisiere Datenbank. Dann habe ich wohl gerade ein paar Rezepte bekommen, oder mindestens eins. Mitbringessen planen. Das Mitbringessen des Tages Ribeye Steak, das wussten wir schon. Zeitplan? Ja, von Montag bis Sonntag gibt es überall Ribeye Steaks. Gut, wer es mag. Besonders beliebt,
Ja. Ribeye Steak, Platz 1 bis 10. Und Delberts Tagebuch. Ich glaube, das müsste man jetzt eigentlich alles durchgehen, ne? 15. Januar über den Glauben. Eieiei. 15. Januar. Ich musste meine Gedanken aufschreiben, denn so langsam fing ich an, den Glauben zu verlieren. Ich schäme mich, das zuzugeben. Ich habe den Zorn mit eigenen Augen gesehen. Das hellste Licht erfüllte den Himmel und ich dachte, er wäre gekommen, um mich und die Gläubigen zu rühmen. Aber wir sind immer noch hier. Warum? Entweder ist er nicht gekommen oder wir waren nicht gut genug. Ich bete jede freie Minute. Nichts, ich höre nichts. Früher habe ich immer etwas gehört. Habe ich doch, oder ich kann mich nicht mehr erinnern. Es ist so lange her. Okay. Responder am 20. Januar geschrieben, am 20. Februar geschrieben. Jeden Monat ein Eintrag. 20. Februar. Im letzten Monat habe ich mich schwer getan. Also habe ich viel gekocht. Das hilft, die Nerven zu beruhigen. Zutaten sind so einfach. Mische dies und das und schon ist ein Gericht zubereitet. Das Leben ist jedoch nicht so einfach. Und das, was danach kommt, ich weiß nicht. Ich dachte, ich wüsste es. Die Responder haben in der Stadt ihr Lager aufgeschlagen. Sie sind eine Mischung aus medizinischen Helfern und Feuerwehrleuten. Sie wollen den Überlebenden helfen. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Das ist es, wo ich helfen kann. 15. April. Albträume. Das Kochen für die Überlebenden und die Leitung des Buchclubs und der abendlichen Treffen zur Schuldbewältigung tun mir gut. Aber wenn ich abends nach Hause komme, frage ich mich, warum? Ich war bereit mein ganzes Leben schon. Was habe ich falsch gemacht? 10. Juni. Seltsame Kühe. Es freut mich, dass die Responder die Überlebenden so gut aufnehmen. Wir brauchen sie. Gott weiß, wie sehr. Wir müssen dieses Land neu aufbauen. Mir ist etwas Seltsames aufgefallen. Einige der Tiere kommen anders zur Welt. Zuerst dachte ich, es wäre ein Zufall. Eine zweiköpfige Kuh. Die sollte doch ins Museum für Fälschungen, aber das passierte wieder und wieder. Solche Fehler macht er eher nicht. 1. September, die Flut. Es werden viel häufiger seltsame Kühe geboren als normale und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Die Pflanzen verhalten sich auch seltsam. Pflanzen verschmelzen miteinander, wechseln ihre Farbe und tun andere merkwürdige Dinge. Ist das vielleicht die Erschaffung unserer Welt, wie nach der Flut? Wenn es so ist, hatten wir Überlebenden keine Arche, keinen Schutz. Ich habe die ganze Nacht über Eintöpfe gekocht und Maisbrot für alle gebacken. Wir sind inzwischen sehr viele und viele von uns geht es nicht gut. Einige haben den Glauben an die Responder verloren und haben sich Banden in den Bergen angeschlossen. Ich bete für sie. Ich bete für uns alle. Experimente. Die seltsamen Kühe sind nach wie vor seltsam. Ich habe gehört, wie sie jemand, der aus dem Osten kam, Brahmin genannt hatte. Ich erinnere mich nicht mehr, wie normale Kühe schmecken. Oder normale Tomaten. Ich habe ein Experiment vorbereitet, um diese Dinge zu beobachten. Ich frage mich, ob uns das Fleisch und das Gemüse schadet. Ich muss das im Blick behalten, um sicher zu sein. In der Zwischenzeit dürften alte, vor langer Zeit abgepackte Lebensmittel wahrscheinlich in Ordnung sein. 8. November. Banden. Einige alte Überlebende sind aus den Bergen in die Stadt gekommen. Sie haben sich zu einer Bande zusammengeschlossen. Sie wollten Sachen. Sie haben meinen Garten umgepflügt und ein paar Kühe getötet. Ich werde mehr Sachen in die Vorratskammer packen, nur zur Sicherheit. Und ich darf nicht vergessen, dass sie da oben eine schwere Zeit haben. In den Bergen kann es nicht viel zu essen geben. Sehr mitfühlend. Unsere Zukunft am 25. Dezember. Erster Weihnachtsfeiertag. Ich habe die vielen seltsamen Kühe von den Farmen in der Nähe hergebracht und auf der Wiese freigelassen. Ich denke, dass sie bleiben werden, denn ich habe gutes Heugras gepflanzt. In ein paar Monaten werde ich einige Gärten in der Nähe der Häuser anlegen und ein paar Pflanzenkontrollgruppen pflanzen. Er hat uns nicht mitgenommen. Deshalb muss ich bereit sein, wenn er zurückkehrt. Das ist sicherlich eine Prüfung. Ich muss es besser machen. Ich muss dafür sorgen, dass alle genug zu essen haben und bis zum Ende überleben. Die letzten zwei Einträge. Größere Pause, 25. April. Um Verzeihung bitten. Ich habe mich zuletzt ganz in diverse Experimente und die Ernährung der Überlebenden gestürzt. Ich habe ihn gefragt, ob das genügt, ob er mich jetzt holen kommt. Stille. Ist das Bestrafung? Ich war im Krieg. Ich habe getötet. Ich weiß, dass ich diese Dinge getan habe. Aber ich muss das alles tun. Sie haben mich gezwungen. Ich dachte auch, es wäre das Richtige. Wie kann ich jetzt um Verzeihung bitten? 26. Juni. Frieden gefunden. Der letzte Eintrag.
Ich habe gerade den Gemeindegarten fürs nächste Jahr fertig angepflanzt. Jetzt kümmere ich mich noch ein wenig um die Beete hinter meinem Haus. Den Boden zu bestellen, verschafft mir Frieden. Ich pflanze gerade Samen ein und werde mich überraschen lassen, was daraus wächst. Sie sehen anders aus als alle Samen, die ich kenne. Gesegnet sei seine Kreativität, oder? Ja, also ein sehr gläubiger Mensch. Gut. So, unsere Quest hat sich aktualisiert. Wir haben jetzt hier ein bisschen was gelesen und ich gehe mal der Quest weiter nach. Wir müssen nämlich einen Ripper-Steak braten und vorher noch ein Stück Braminfleisch finden. Und ich lasse dann Ihnen hier einfach mal ein bisschen was erzählen. Reverend Delbert Winters, bin direkt hier in der Stadt geboren und aufgewachsen. Hab den Respondern meine Kirche als Außenposten zur Verfügung gestellt. Gern geschehen. Die Responder haben eine wichtige Mission. Sie helfen den Leuten durch dick und dünn, bis der Himmel sich wieder öffnet und uns alle aufnimmt. Jedenfalls, als das alles passierte, dachte ich wie viele andere, die Zeit ist gekommen. Das ist das Ende. Aber das war es nicht, was? Wir sind noch hier. Erst dachte ich, es wäre ein Fehler passiert, dass wir übersehen und vergessen. Vielleicht hatten wir gesündigt. Vielleicht hatten wir nicht genug für den guten Zweck gespendet. Oder in schweren Zeiten nicht genug den Namen des Herrn gelobt. Oder Gedanken gehabt, die sich nicht gehören. Also fragte ich ihn. Ich fragte, wie? Warum? Ich habe auf Erden für dich gekämpft und ich bin bereit, im Himmel an deiner Seite zu kämpfen. Dann sah ich in meiner Verzweiflung, wie ein paar Überlebende hinter einer Mülltonne eine rohe Ratte aßen. Die solltet ihr erst braten, sagte ich. Das schien ziemlich naheliegend. Sie sagten, sie hätten es versucht, aber es hätte sie krank gemacht. Nett verteilt. Da wurde mir klar, dass ich einen Auftrag hatte. Und daran baute ich Küche, kochte gutes Essen, gab jedem zu essen, der mit leerem Magen zu mir kam. Und ich war dankbar für diesen Auftrag. Dankbar. Nächsten Weltuntergang wird auch meine Zeit gekommen sein. Aber bis es soweit ist, können wir uns doch ein selbstgemachtes Essen teilen. Ja, genau, kann man machen. Gut, ich habe in der Zwischenzeit das Braminfleisch gefunden. Musst du dafür noch nicht mal irgendwas erlegen. Es lag einfach so in der Gegend rum. Und habe das Ribeye-Steak gebraten. So, dann geht's weiter. Wieder zurück zum Selbstregistrierungskiosk hier. Das Bedienungskiosk und Training abschließen. Gut, dann haben wir wohl das Tutorial hier auch noch durch. Gut, man hat jetzt gelernt, wie man Wasser abkocht und wie man Essen herstellt. Ja, gut, das wusste ich auch schon vorher, oder? Das war ja nun nicht so schwer rauszukriegen. Nimm über die Datenbank mit den Respondern Kontakt auf. Okay, aktualisiere Freiwilligenstatus in der Responder-Datenbank. Abgeschlossen. Glückwunsch, Freiwilliger. So, jetzt sind wir ein Freiwilliger, offiziell. Gewähre Zugang zur Responder-Datenbank ist abgeschlossen. Gut. Sollen wir noch Kontakt aufnehmen? Das scheint aber nicht hier zu sein. Ne, sieht wieder nach Kirche aus. Also schnell mal wieder rüber in die Kirche. Gut. Ja, ist dann gleich hier das Empfangsterminal offensichtlich. Responder-Datenbank. Anmeldung. Oder Anfragen. Wir machen erstmal die Anmeldung. Gut. Ich bin ein Freiwilliger, ganz genau. Notfall-Responder-Hauptquartier kontaktieren. Okay. Responder-Hauptquartier kontaktieren. Flughafen Morgantown. Verbindung wird hergestellt. Abgeschlossen. Nachricht erhalten. Eine wird angezeigt. Dringende Mitteilung. Eine große Meute von Verbrannten hat sich in Bewegung gesetzt und könnte in Richtung unserer Hauptbasis am Flughafen Morgantown unterwegs sein. Alle Mitarbeiter müssen sich umgehend beim Hauptquartier einfinden. Bringen Sie Waffen und medizinische Vorräte mit. Maria Chavez. Verbindung abgebrochen. Ah ja, Maria Chavez schon wieder. Das war doch, davon hatten wir doch die Befehle gefunden. Direkt vor der Vault 76, bei der einen Leiche. Gesperrte Nachrichten. Wenn sie gesperrt sind, mit dem Menüpunkt hier mal gucken. Freiwilligentraining, das hatten wir schon. An alle Überlebenden. Gut, das lese ich mir jetzt nicht durch. Lass mal raus hier. Raus. Gut, Quest abgeschlossen. Nachschlag. Hervorragend. Gut, Aufklärung im Bergwerk am Goley. Na, dann will ich mir noch mal durchlesen. Jeff, ich hoffe, dass in Flatwoods alles gut läuft.
Ich hatte da eine Idee, von der ich dir erzählen wollte. Falls wir das Personal entbehren können, würde ich gerne ein Team in das Bergwerk von Goli schicken. Dort wurde in den Tagen vor dem Krieg noch gesprengt und vielleicht gibt es dort ja noch Dynamit. Das könnten wir jedenfalls gut gebrauchen. Hm, ich auch. Hm? Ich weiß, du hast es mit deinem Freiwilligenprogramm viel zu tun. Also überlasse ich die Entscheidung dir, Maria. Also schon wieder Maria Chavez. Okay, das nehmen wir mal mit und haben eine Quest bekommen. Eine letzte Abreise. Untersuche die Responderbasis am Flughafen Morgenton. Ach, das war dann quasi die Antwort auf die Responderdatenbank. Genau, das ist dann wohl die Hauptquest. Gut, das war jetzt hier alles ein bisschen zeitaufwendig. Eieiei. Ich würde dann mal sagen, die Folge geht als Tutorial-Folge mit sehr viel Reden und sehr viel Geblabbereien in die Geschichte. Und ja, ich verabschiede mich hier bei leichtem Regen aus Flatwoods. Bedanke mich fürs Zusehen und sage ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Macht's fein!